Zwei Tage später geht es weiter mit der Avocado, die wir geflutet haben und sind jetzt bei 6,5 ungefähr angekommen. pH-Wert, Mikrosiemenswert 1200. Das ist tatsächlich okay jetzt soweit und dann kann ich die zweite Pflanze mir rannehmen und es geht weiter. Hallo und herzlich willkommen im Reich der Pflanzen. Bisschen stressig im Moment, aber irgendwie kriege ich das auch noch gebacken im wahrsten Sinne des Wortes. So. Aus dem Krankenhaus momentan. Ich werde jetzt die Pflanze rausnehmen hier. Ich hoffe, ich kriege es jetzt so hin. Und die haben wir jetzt wieder gut hingekriegt, würde ich sagen. Ne, pH-Wert passt und Mikrosiemenswert passt auch. Wir hatten sie auch tatsächlich mit Düngerlösung geflutet, wer sich noch daran erinnert. Wenn nicht, dann guck einfach mal zwei Tage zurück in dem Sinne. Lol. Ist natürlich die Frage, wann du den Film guckst. Ne? Ich weiß, ist so wie es ist. Okay. Ich könnte ihn ja auch verlinken, dann werde ich dann wohl auch machen. So, dann nehmen wir jetzt diese Avocado und setzen die einfach hier rein. Ich werde gleich ein bisschen Wasser rausnehmen hier und nochmal durch den Topf durchlaufen lassen, aber ich denke, das muss ich jetzt nicht unbedingt zeigen. Und die lassen wir dann auch jetzt zwei Tage drin stehen oder wie auch immer. Kann auch länger drin stehen bleiben. Das ist nicht so wild im mineralischen Substrat. So, ja, okay. Und jetzt können wir sie beobachten, wie sie darauf reagiert, denn sie hat ja Eisenmangel und wird jetzt ganz normal weiter gegossen und gedüngt. Entweder bei 500 Mikrosiemens, jetzt wahrscheinlich zweimal mit 500 und dann dementsprechend ab und zu mit 1000 Mikrosiemens. Ja, okay. Das heißt im Klartext, das haken wir jetzt ab und dann kommen wir jetzt zu unserer Monstera Variegata. Ja, weil die macht was ganz Tolles. Was ganz Tolles. Ja, und unser Brutblatt, wie wir sehen, steht tatsächlich straff hier drin, auch nach zwei Tagen. Keine Veränderung, also wird sie in Ruhe, fröhlich, munter einwachsen. Ne? Denn sie hat ja keine Wurzeln, sondern wir haben sie einfach so reingesetzt hier in das Ganze. Ja, ist schon krass. Ne? Ich bin mal gespannt, wie sich das jetzt entwickelt. Und das werden wir natürlich gemeinsam auf jeden Fall beobachten, verfolgen, stalken. Ja, warum habe jetzt kein neues Wasser genommen? Ja, weil das Wasser noch gut ist soweit, ne? Die Werte passen. Und dann können wir in zwei Tagen mal sehen, wie die Werte sich dann jetzt verändern. Weil hier hatten wir auch einen hohen pH-Wert bei dem Schätzchen, ne? Von 8 tatsächlich. So, da ist unser Brutblatt. Ne? Steht straff da. Okay. Und da ist sie, die Monstera Albo Variegata, entwickelt sich zu einer Monstera Albo, also einer weißen Monstera. Das letzte Blatt, das herausgewachsen war, ist das hier. Das war ein Stecki, ne? Deswegen ist das Blatt etwas kleiner. Das ist das Hauptblatt von dem Stecki. Ne? Da ist eine neue Pflanze rausgewachsen. Das war das erste Blatt. Wunderschön anzusehen. Und es kommt schon das zweite Blatt hinterher und entrollt sich. Und ich sehe kein bisschen Grünanteil. Auch wenn ich dort reingucke in die Tröte, da ist nichts an Grün zu sehen. Also entwickelt sich das Schätzchen tatsächlich zu einer weißen Monstera. Boah, das ist so zwiespaltig, ne? Zum einen, yippie-yay, eine Pflanze mit nur weißen Blättern ist richtig krass cool. Aber wir wissen schon, dass diese Pflanzen natürlich extreme Schwierigkeiten haben. Ganz klarer Fall, denn sie können kein Chlorophyll ausbilden. Und die ganze Fabrik funktioniert nicht so, wie es funktionieren soll. Wir werden trotz alledem versuchen, das Ganze hinzubekommen mit Blattdüngung. Das haben wir ja hier schon zweimal gemacht, also in der Woche zweimal in dem Sinne. Ich muss gerade mal überlegen, ob ich das heute schon wieder machen kann. Ich weiß gerade nicht so genau, wie lange das jetzt letzte Mal her ist. Es müsste aber schon 3-4 Tage her sein. Also denke ich mal, wenn wir das doch machen, pass mal auf, ich mache es jetzt einfach. Bisher haben wir noch kein oder können keinen Schaden entdecken. Wir verwenden hier das Vuxal. Denn dieser Vuxal-Universaldünger, den kann man auch als Blattdünger verwenden. Zumindest ist das dafür, ich sag's mal so wie es ist, beschrieben in der Beschreibung, ne, des Produktes. Man kann sie als Blattdünger verwenden. Dort wird auch angegeben, wie man das macht. Wir hatten hier gemessen, ich glaube 1000 Mikrosiemens etwa. Ich glaube ja, ne? Müsste so gewesen sein. So, jetzt haben wir sie eingesprüht. Aber jetzt kommt das nämlich, was ganz wichtig ist, was eigentlich, glaube ich, habe ich noch nie erwähnt, aber ich erwähne es jetzt mal. Bei der Verfahrensweise versorgen wir die Pflanze übers Blatt mit Nährstoffen. Keine Bange, die holt auch über die Wurzeln Nährstoffe, ganz klarer Fall. Das trocknet jetzt ab hier oben. Ne? Je nachdem, wie die Luftfeuchtigkeit ist, die Temperatur im Raum ist, dauert es mal länger, mal weniger, je nachdem. Ganz wichtig dabei, dann sollten wir sie, ja, ich sag mal einmal am Tag oder alle zwei Tage, je nachdem, mit reinem Wasser einsprühen. Ne?
damit sich die Salze, die sich jetzt hier drauf befinden, in geringer Konzentration mal wieder ein bisschen in Lösung übergehen und dann besser vom Blatt aufgenommen werden können. Allerdings sollte man sie nicht ständig nass halten. Das auf keinen Fall, können ganz schnell Pilzkrankheiten entstehen und das wollen wir bei den weißen Blättern natürlich auch nicht. Okay, bei grün sowieso nicht, aber hier ganz, ist schon ganz wichtig, dass man da ein bisschen vorsichtig ist, ganz klarer Fall. Denn braune Blätter können auch durch Pilzkrankheiten entstehen, ne? So, jetzt muss ich noch überlegen, ob ich sie nochmal versorge über das Substrat oder nicht, aber ich denke mal eher nicht, denn das ist noch recht feucht. Wurzeln gucken unten auch noch nicht raus, also hier wird noch nicht viel Wurzelwachstum im Gange sein, von daher belassen wir es heute einmal so. Ich denke mal, das nächste Mal werde ich es dann wieder im Durchspülverfahren machen. Ja, wie das geht, weißt du, haben wir schon ein paar Mal gemacht. Ja, wir spülen das ganz einfach durch und gießen Restwasser weg. Also richtig durchgießen, ne? Bis unten rausläuft. Gegebenenfalls, je nachdem, wie viel Wasser die Pflanze verbraucht, dann auf ein Handtuch stellen, das überschüssige Wasser raussaugen lassen. Ganz wichtig. Ob nun altes oder neues nimmst, ist deine Sache. Handtuch meine ich, ne? Nicht Pflanze, ganz klarer Fall. Ja, okay, das kurz zur Monstera Albo. Albo. Momentan hat sie noch variegate Blätter, aber mal gucken, ob da noch mal ein bisschen Grün bei rumkommt. Und vor allem, wir haben noch eine zweite davon, die identisch ist. Allerdings hat die noch keinen Neuaustrieb, da müssen wir noch abwarten. Aber auch da sehen die Blätter noch okay aus. Dann gucken wir noch einmal hier am Tisch, wo die Pflanzen stehen. Das sind die Geschwisterchen, die mit dem wenig Weißanteil, ne, die haben tatsächlich ein grünes Blatt entwickelt. Auch das Schätzchen hier hat auch ein grünes Blatt entwickelt. Ja, so extrem unterschiedlich ist das, ne? Ist schon heftig. So, und hier ist halt unser Halfmoonblatt und das hat auch ein fast ganz weißes Blatt entwickelt. Also Neuaustrieb, das war auch ein Stecki, ne? Also das ist Hauptblatt mit Stück Stiel dran und Auge. Und da ist diese Pflanze rausgewachsen. Jo, und da warten wir jetzt drauf ab, dass da unten was rauskommt. Ein zweites Blatt, dass wir sehen können, ob das dann identisch ist. Okay, das kurz dazu. Hier die Syngonium Albo Variegata. Wir zeigen momentan eine sehr interessante Erscheinung. Hier kann man es besser sehen. Die Blätter werden durchsichtig. Ich denke, das hat etwas mit der Gutation zu tun. Gehe ich jetzt zumindest von aus. Ja, müssen wir weiter abwarten. Wir haben auch momentan eine relativ hohe Luftfeuchtigkeit. Das Klima hat sich ja momentan komplett verändert. Von daher müssen wir das abwarten. Das nehmen wir gleich, haben wir nämlich hier auch. Ja, auch hier ist recht durchsichtig das Blatt. Ja, hier sieht man es hier vorne zum Beispiel. Da ist so eine kleine Stelle. Ich hoffe, auf der Kamera kann man es einigermaßen hier jetzt im Bilde sehen. Ja, das ist schon mal sehr interessant, muss ich sagen. Okay, das Schätzchen ist sowieso extrem. Da haben wir ja einen Haufen Urgesteins mit beigepackt, um mal zu gucken, wie sie darauf reagiert. Ich denke mal, sie wird leiden, aber Versuch macht klug. Man lernt nur aus dem, was man macht. Hier haben wir jetzt nämlich unsere Syngonium Albo Variegata. Das ist aber eine Albo tatsächlich momentan. Das hat so ein weißes Blatt. Hat der Stecki rausgeschoben und das zweite Blatt ist auch weiß, auch wenn es jetzt ein bisschen grün schimmert hier im Bilde. Das wächst allerdings nicht mehr, also schon lange nicht mehr. Mal gucken, ob die das schafft. Ich gehe nicht davon aus, aber man weiß ja nie, ne? Auch hier mache ich das dann in der Verfahrensweise mit dem Blattdünger, um mal zu gucken, ob wir da vielleicht dann doch noch ans Ziel kommen können. So, hier haben wir unser Syngonium Red Spot Pink Splash. Die haben wir ja abgeschnitten und tada, so schnell geht das. Tja, sie bildet tatsächlich Wurzeln aus. Leidet in keinster Weise, steht hier auch im reinen Wasser. Und ja, ist eine hübsche, eine richtig hübsche. Mal gucken, ob sie jetzt demnächst schneller wächst, denn sie stand ja bei den anderen zusammen und das war wohl für sie selber nicht so gut. So, unsere Philodendron Prince of Orange hat ein zweites Blatt hinterhergeschoben und das ist schon, ja, schon bemerkenswert, muss ich sagen. Noch recht groß, wenn man jetzt so die alten Blätter mal sieht, die waren ja auch teilweise verkrüppelt gewesen und relativ klein auch gewesen. Also das war nicht mehr so der Burner. Aber jetzt hier in der Wasserkultur im Murmelglas läuft das sehr gut. Ja, das sollte soweit von dem Tisch gewesen sein. Ich gucke hier nochmal bei dem Schätzchen vorbei. Ja, das sieht auch richtig gut aus. Den könnten wir tatsächlich bald einpflanzen. Das ist ja mal cool. Das ist der Philodendron Paraiso Verde. Okay, das müsste das Wichtigste gewesen sein hier im Zusammenhang jetzt gezeigt. Okay. Und jetzt kommen wir ja zur Efeutute Marble Queen. Die macht sich richtig gut hier in der Wassersäule. Aber hier muss ich, glaube ich, mal das Wasser wechseln. Aber ich bin noch nicht ganz sicher, von daher muss ich gleich erstmal nachmessen. Habe ich lange Zeit gar nicht mehr gemacht. Sieht gut aus, auch die Blätter wunderschön anzusehen. Das neue Blatt hat sich leider da hinten drin versteckt. Dreh es mal ein bisschen. Das ist jetzt hier das neue Blatt. Auch wunderschön anzusehen. Ja, wurzeltechnisch ist, ich sag's in Ordnung. Nicht besonders, aber es ist okay. Also da ist jetzt kein
Megawachstum zu verzeichnen, aber es sieht recht gut aus, muss ich sagen. Wasserstoffperoxid hatte ich auch schon mal dazugegeben vor längerer Zeit und jetzt halte ich die Hand einfach davor. Und jetzt aber vor kurzem, vor 2 Tagen, habe ich tatsächlich so 2, 3 Tropfen mal reingegeben nur, um mal zu beobachten, inwieweit das Ganze miteinander reagiert und ob man da gegebenenfalls eine Verbesserung durch erzielen kann. Aber das ist jetzt hier ein bisschen schwierig darzustellen, muss ich ganz ehrlich sagen. Vielleicht kann man es so einigermaßen erkennen. Also es geht schon, muss ich sagen, ne? Ist nicht besonders. Wobei bei den Efeutuden habe ich sowieso das Gefühl, dass die nicht besonders viel Wachstum an Tag legen, was Wurzeln angeht. Aber wollen wir mal gucken. Ne? Wie gesagt, das ist noch hier im Experiment. Aber ich messe jetzt dann doch mal nach. Man kann die weiße Spitzen erkennen, das ist soweit okay. Aber nichtsdestotrotz könnte es besser laufen, denke ich. Ne? Ich habe nämlich schon mal bei der Efeutute hier bei der Marble Queen ganz andere Ergebnisse erzielt. Und zwar damals im Aquarium, wer sich noch daran erinnern kann. Da sind die Wurzeln heftig gewachsen. Okay. Ach ja, ach ja, ach ja. Was sehen wir da, was sehen wir da? Okay, also Klartext, pH-Wert ist zu hoch, dann kann das auch nicht funktionieren. Wir hatten damals im Aquarium pH-Wert von 6,7, glaube ich, gehabt, 6,6 so um den Dreh, 6,5. Klartext, hier müssen wir runtergehen, damit die Wurzeln dann besser wachsen können. Und das werde ich jetzt mal machen. Das heißt, hier machen wir komplett Wasserwechsel heute tatsächlich. Dann setzen wir das Wasser heute gemeinsam an. Wir wollen nach Möglichkeit einen niedrigen Mikrosiemenswert hinbekommen. Ist nicht ganz so einfach, wir verwenden auch Leitungswasser dazu, um den pH-Wert auch ein bisschen stabil zu halten. Denn nur mit reinem Wasser geht das nicht. Das heißt, pass auf, ich werde erstmal knapp 250 Milliliter von dem Leitungswasser dazu führen. Da haben wir ja schon über 500 Mikrosiemens. Ne? So, dann machen wir jetzt dann den Rest. Also 750 Milliliter, boah, ich bin so durcheinander, ey. 750 Milliliter von dem reinen Wasser, bei uns Osmosewasser. So, was haben wir jetzt am Mikrosiemenswert? Das ist das Allerwichtigste. So, wir haben jetzt schon 160 Mikrosiemens. So, nach Möglichkeit will ich jetzt hier nicht über 300 kommen. Jetzt kann ich aber auch nur raten, wie viel ich hier reingeben muss. Ich werde jetzt Pi mal Daumen 1 Milliliter ungefähr hier reingeben. 1 Milliliter. So, hoffen wir, dass das jetzt passt. Wäre ja schön, ne? Nicht 1 Milliliter, ach Quack mit Soße, 0,1 Milliliter, so, 0,1 Milliliter. Ach, Detlef, du meine Güte, nee, du machst doch was mit im Moment hier, du. Ja gut, wir sind jetzt bei 350 Mikrosiemens, ist auch okay. Das ist okay soweit. Wie gesagt, hier wollen wir nicht zu hoch kommen in der Wasserkultur, damit auch die Wurzeln sich dementsprechend entwickeln. So, das füllen wir jetzt hier rein. Ich habe das Wasser schon mal rausgegossen hier. Und dann werden wir die Tage etwas genauer checken. Erinnert mich bitte dran, denn ich habe im Moment echt so viel im Kopf, das kann sich, ja, doch, es können sich auch andere Menschen vorstellen, definitiv. Bin ich der Einzige, der, dem es so geht auf der Welt. Ganz klarer Fall, ne? So, holla die Waldfee, ich sag es dir. Jetzt beobachten wir das weiter. Stalken die Geschichte. Vor allen Dingen den pH-Wert. Das ist jetzt das Allerwichtigste bei dem Schätzchen. Ob der runtergeht, ne, müssen wir beobachten. So, und jetzt kommen wir zu der nächsten Kiste hier. Es geht nochmal um Avocado. Linke Hand steht sie, das ist die Avocado, die damals die Blätter eingeklappt hat. Ja, das war schon sehr spannend gewesen und voraussichtlich hat meine Tochter tatsächlich hier Salzwasser reingegossen, also Meerwasser. Ja, und dann hat sie die Blätter eingeklappt, weil die Salzkonzentration so hoch war. Und sie hat von unten nach oben die Blätter abgeschmissen, ne? Also im unteren Bereich wurden sie braun, zum Teil sieht man das jetzt auch noch. Aber sie fängt an, die Blätter wieder langsam aufzurichten. Wir hatten sie ja kräftig gespült damals auch. Das war dann soweit okay bis heute. Und wir hatten sie kräftig zurückgeschnitten, weil sie die Blätter nicht mehr alle versorgen kann. Ganz klarer Fall. Ne? So, jetzt haben wir tatsächlich bei von 7,55. Auch das ist zu hoch. Mikrosiemens bei 380. Das ist zu niedrig. Das heißt, wir können jetzt tatsächlich reines Wasser dazugeben, aufgedüngt, auch etwas höher dann dementsprechend. Und da wir dann keinen Kalk mehr dazugeben, wird sich das mit der Zeit regulieren. Aber das muss ich auch beobachten. Wir können auch hier tatsächlich am Samen erkennen, die weiße Ablagerung, das ist Kalk. Ne? Und wenn das in Lösung übergeht ins Wasser jedes Mal dementsprechend, steigt dann dementsprechend auch der pH-Wert. Okay, ich weiß, es ist alles ein bisschen viel, aber ich denke mal, so insgesamt kann man die Zusammenhänge schon verstehen, wenn man den einen oder anderen Film mal verfolgt. Ne? Dann versteht man so irgendwann die Zusammenhänge. Hier ist zu viel Kalk drin, dementsprechend der pH-Wert zu hoch, also werden wir auch da heute gegensteuern. Okay.
Wenn wir schon wissen, dass viel Kalk im Substrat drin ist, auch diese Ränder, im Prinzip so weißen Kalkränder, dann wissen wir eigentlich schon im Prinzip, ja, hier müssen wir aufpassen, denn diese Ablagerung von Kalk, die lösen sich natürlich auch jedes Mal, wenn mal wieder Wasser drüber geht und dementsprechend steigt der pH-Wert. Okay, also das Wasser kommt jetzt erstmal raus hier. Aber ist ja schon mal ganz schön, dass wir sie so weit gerettet haben. Also sie wird auf jeden Fall weiterleben, das steht definitiv fest. So, das heißt, wir hatten sie damals übrigens ein paar Tage gespült, auch hier in dem Eimerchen damals, ne, wer sich noch daran erinnert. Damals, ist noch gar nicht so lange her. So, ich habe jetzt reines Wasser genommen, muss ich jetzt nicht zeigen, ne? 1 Liter, wie immer, kann man am besten messen dann oder ableiten. Und wir haben jetzt einen Mikrosiebenswert von 600. Ich habe hier 1 Milliliter tatsächlich. Tatsächlich 1 Milliliter. Von dem Compo Complete auf 1 Liter Osmosewasser dazu gegeben. Ja, also normalerweise müsste ich das Schätzchen nochmal komplett spülen, dass wir diesen Kalk hier lösen, dass der ins Wasser übergeht und dementsprechend rausgespült werden kann. Machen wir vielleicht ein andermal. Jetzt erstmal reagieren wir dementsprechend und gießen hier nur reines Wasser rein, aufgedüngt. Dieses Mal etwas höher dann dementsprechend schon. Bis 1000 ist auf jeden Fall gut, können auch mehr vertragen, aber man darf es nicht übertreiben und schon gar nicht Salzwasser verwenden. Das sollte man nicht machen. So, ich habe jetzt relativ viel hier reingegossen, was der Standzeiger ist auch ganz voll in dem Sinne. Und das werden wir jetzt die Tage beobachten. Jetzt nachmessen brauchen wir nichts, weil das muss miteinander reagieren. Ne? Kalk löst sich aus dem Substrat oder vom Rand des Topfes oder vom Rand des Samens oder vom Rand der Rinde oder wie auch immer. Ne? Denn Wasser verdampft auch und das trägt dann tatsächlich den Kalk mit nach oben und oben bleibt der einfach liegen, wird wieder gelöst, wenn man dementsprechend wieder Wasser dazu gibt. Okay, das, denke ich mal, haben wir verstanden, oder? Ich weiß, komm. Eins nach dem anderen, ne? Immer wieder mal vorbeigucken, irgendwann kriegt man das schon auf den Schirm. Ich meine, wir mussten es ja auch lernen, ne? Und das lernt man eben nicht einfach mal eben, gerade wenn man das verfestigen will, ist es schon ganz wichtig, ja, immer wieder kontinuierlich tatsächlich das Ganze mitzumachen. Ja, also, sie wird auf jeden Fall überleben. Austreiben tut sie oben noch nicht. Ja, ich denke mal, in 1-2 Wochen wird das wohl soweit sein. Ist ja schon mal ganz schön, dass wir reagiert haben oder auch ich zeigen konnte, wie man reagieren kann in solch einem Fall. Wenn die Blätter einklappen, ist es definitiv Nährstoffüberschuss. Das heißt, die Wurzeln, ja, können das nicht wirklich so transportieren, wie sein soll. Und dementsprechend leiden die Wurzeln. Umgekehrt, die Wurzeln leiden und können dementsprechend Wasser nicht transportieren, so wie es sein soll. Also das, da sollte man dann gegen reagieren, indem man das Ganze spült. Ne? Wenn man jetzt kein reines Wasser hat, dann auf jeden Fall auch mit Leitungswasser spülen, ist immer noch besser, als die Salzkonzentration so hoch zu lassen, wie sie dann gegeben sein wird. Okay. Die Monstera Thai Constellation, nein, nicht diese hier, das ist die Monstera Variegata, die Albo. So, das ist hier unsere Thai Constellation, die wir bewurzeln im Wasser. pH-Wert 7,11, das ist okay tatsächlich. Der pH-Wert geht jetzt auch langsam ein bisschen runter, war schon mal höher gewesen etwas. So, Wurzelbereich schauen wir uns jetzt nochmal an. Hier hat man die eine schwarze Stelle, die du siehst, wo damals ein bisschen Fäulnis war. Das kam durch, ja, durch das pH-Messgerät, das habe ich mal da drauf fallen lassen wahrscheinlich. Und so sieht das Ganze jetzt dato aus. Neue Wurzeln entwickeln sich auf und das ist schon mal richtig klasse. Ich denke mal, nächste Woche können wir sie auch einpflanzen dann tatsächlich. Ja, das Schwarz, was du hier oben aufsiehst, das ist Ablagerung von der Holzkohle. Das ist also nicht so wild. Hier siehst du auch überall noch was rumschwirren, mehr oder weniger. Das ist von der Schnittstelle damals, da haben wir sie ja in Holzkohle reingetaucht. Ja, okay, also das läuft richtig gut, muss ich sagen, mit der Thai Constellation. Ja, siehst du, im pH-Wert geht es sogar noch ein kleines Stückchen runter, wenn ich das Wasser bewege. Das ist bei 7,1 fast. Also jetzt müssen wir aufpassen, ne? Das kann jetzt innerhalb von 1-2 Tagen abballern. Aber die Geschichte kennen wir ja schon bei den Monsteras. Aber ansonsten läuft es richtig gut. Auch hier arbeiten wir tatsächlich mit Blattdünger. Jetzt, ne? Seit kurzem erst. Nicht vergessen. Ja, schauen wir mal, wie sich das da weiterentwickelt. Okay. Nach einer kurzen Pause geht es weiter. So, wir haben jetzt hier unsere Alocasia Amazonica Poly, die wir ja hier schon Ewigkeiten im Wasser stehen haben. Und das schauen wir uns mal etwas näher mit das aus. Wir sehen auch hier im oberen Bereich, wo bei Wurzeln entspringen. Hier müsste ich auch wieder Wasser nachfüllen tatsächlich. Ich brauche unbedingt ein anderes Gefäß. Das ist ein bisschen zu klein geworden. So, dann haben wir hier Wasserstoffperoxidbehandlung gemacht. Glaube ich 2-mal sogar schon tatsächlich. Das sieht soweit okay aus. Also hier ist nichts passiert oder dergleichen. Es sind immer noch alte Wurzeln, die auch kaputt gehen. Ganz klarer Fall.
Aber hier sehen wir beispielsweise überall kleine, feine Saugwurzeln. Das ist sehr unterschiedlich. Der eine Bereich sieht besser aus, der andere Bereich schlechter. Hier ist auch sehr viel Schlamm unten schon mittlerweile drin. Durch die vergehenden Wurzeln, die also kaputt sind. Ne? Putt ist putt, wissen wir schon bei den Alokasien. Auch hier ist eine dicke Knolle unten drin, die richtig kräftig, sieht man auch immer ganz deutlich, richtig kräftig. Grün ist tatsächlich auch Stamm. Da wächst auch was aus dem Stamm direkt raus, sehe ich gerade, Baby. Also das hat soweit funktioniert, muss ich sagen. Aber wir müssen doch dato tatsächlich das Wasser mal wechseln, um den Schlamm hier unten rauszubekommen, weil sonst müsste ich jede Woche hier eine Wasserstoffperoxidbehandlung machen, weil sich dann irgendwie wieder Bakterien entwickeln und dergleichen. Und das ist dann nicht so der Burner. Mikrosiemenswert ist jetzt bei 500, pH-Wert liegt bei, ich hatte es vor einer halben Stunde gemessen, vielleicht fällt es mir gleich wieder ein. Nein, ich messe es nochmal nach und dann werden wir also heute tatsächlich das Wasser wechseln und wir werden auch die alten Wurzeln, die nur wirklich putz sind, rausholen, damit da nicht nochmal organische Substanz reinkommt, die das Wasser wieder ja, mit Bakterien versetzt in dem Sinne. Denn ansonsten müssen wir ständig eine Wasserstoffperoxidbehandlung machen. Und das ist natürlich nicht der Burner. Der Burner ist aber, dass es funktioniert hat. Okay. So. Lol. Auf jeden Fall konnten wir uns so schon mal behelfen bei der Pflanze mit dem Wasserstoffperoxid. Das ist soweit okay. So, Dalle, dann schauen wir uns jetzt mal an. Ja, die Wurzeln sehen doch wirklich sehr gut aus hier in dem Bereich. Das sind aber alles Wurzeln, die oben aus der Knolle rausgewachsen sind, ne? Nicht aus der alten. Das haben wir beim letzten Poly auch schon gesehen. Im unteren Bereich machen die keine neuen Wurzeln und schmeißen die auch gerne ab. Und wenn das Ganze dann jetzt in der Erde ist, dann fängt das natürlich an zu gammeln und zu schimmeln, ne? Ganz klarer Fall. Von daher ist das hier in der Wasserkultur natürlich easy, weil hier können wir das sehen, beobachten und auch reagieren. Das ist eine lebende Wurzel noch von oben. Das auch. So was jetzt putt ist, nehme ich ab. Ne? Gut, man könnte jetzt auch sagen, oder verfahren in dem Sinne, dass man es einfach jetzt, wie gesagt, das alte Wasser weggießt, das einfach wieder reinstellt und in ein paar Wochen das Ganze dann nochmal macht. Irgendwann zersetzen sich die Wurzeln, sind dann futsch, dann geben sie einfach nicht mehr da, bilden unten so einen Schlamm, ne? Den man dann auch wegnehmen kann und dann ist das gut soweit. So, dann können wir auch mal sehen, wie das jetzt aussieht hier. Mit der Knolle, die ist also richtig fest, stramm, da ist nichts passiert, das ist alles easy, alles cool. So, was haben wir hier für eine Wurzel, die ist auch noch lebend. Hör mal auf. Was wir jetzt so sehen, nehmen wir einfach erstmal weg. Ne? Hier ist noch eine, die kommt von oben tatsächlich. Einmal drehen die Geschichte. Aber wenn wir jetzt dabei sind, ne, dann wollen wir mal gucken, dass wir das Wasser wieder glasklar kriegen in dem Sinne. Dass es einfach wieder besser aussieht mit der Zeit. Und ich nehme auch ganz weg hier. Ja. So. Mal drehen die Geschichte. Hier wächst eine Knolle. Ja, die brechen sofort ab, wenn du dran ziehst. Ne? Ich glaube, das müsste jetzt so das meiste gewesen sein hier. Ja? Und das Schöne ist also, wie gesagt, das zersetzt sich, ne, mit dem Wasserstoffperoxid und dann hast du irgendwann hier unten Schlamm drin. Ne? Das ist soweit nicht schlimm, ne? Nur du musst immer wieder Sauerstoff reinbringen, das ist klarer Fall. Klar, kannst auch einen Sprudelstein reinhängen, ne? Aus der Aquaristik, kannst auch machen. Aber wenn du jetzt nur eine Pflanze hast, ist okay. Ne? Aber wenn du jetzt 100 hast, 100 Sprudelsteine, das ist nicht so der Burner, ne? Dann ist das mit dem Wasserstoffperoxid doch tatsächlich einfacher. Ja, okay, das war's schon. Mehr brauchen wir ja gar nicht machen. Mal gucken, das Schätzchen fängt jetzt auch an zu wachsen hier, denn wir haben ja zwei Knollen, die hier drauf gewachsen sind im Prinzip, also Rhizome in dem Sinne. Das Rhizom wird immer länger, 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 länger. Es entwickelt sich immer weiter. Und hier im oberen Bereich kommen immer wieder neue Wurzeln. Das ist ganz wichtig zu wissen bei den Alokasien. Das ist grundsätzlich bei allen tatsächlich so. Ja, okay. Also es hat soweit funktioniert. Und von daher kriegt sie jetzt frisches, neues Wasser. Ja, das war 7,2 übrigens. Eigentlich könnte ich hier diese alten Blättchen mal abnehmen. Ja gut, ganz sauber muss es jetzt auch nicht sein. Aber es ist ja so, wenn du erstmal dabei bist, ne, dann... Aber okay, komm, das können wir so belassen. Dann werde ich mal den Rest jetzt hier weggießen. Und dann kriegt er erstmal neues Wasser. Aber der muss auch unbedingt neues Gefäß kriegen, Mensch. Aber ich vergesse es immer wieder. Beziehungsweise ich fahre jetzt nicht extra deswegen los. Ne? CO2, Klima, weiß Bescheid. Ne? Man muss nicht wegen jedem Mist einfach mal losfahren. Sollte man nicht machen. Okay. Ich habe noch 5 Minuten bis zum Start. So, ich habe tatsächlich noch anderes Glas. Da hatten wir die andere Alokasia Amazonica Poly drin gehabt. Ne? So, dann kommt der mal rein hier. Und dann gucke ich mal, ob das jetzt ausreicht. Noch nicht ganz. Wir nehmen 300 Milliliter von dem reinen Wasser. Moment. Oh, jetzt bin ich aber... Holla die Waldfee. So, da kommt rein 1,5 Milliliter von dem Compo Complete. In der Wasserkulturen immer noch Möglichkeit weniger. Boah, ich sag dir, du. Läuft dann besser, ne? Na, ich bin ein bisschen zum Dock noch. Oh, ich sag dir, du. So.
1 Liter. Also 300 Milliliter Leitungswasser, 700 Milliliter reines Wasser, Osmosewasser und 0,15, habe ich vorhin 1,5 gesagt? 0,15 von dem Dünger. Ja, siehst du wohl, gucke mal, passt auch wunderbar. Da fluten wir den schön bis zur obersten Wurzel, dass die unter Wasser ist. Und lass uns mal überraschen, wie es mit der Geschichte weitergeht. So, weiß Bescheid, winke, winke, bis ganz bald hier aus dem Reich der Pflanzen. So, Marathon, ich sage dir, du, heavy, heavy. Aber das kennst du bestimmt auch, ne? Wenn eins kommt, dann kommt alles. Mal gucken, was als nächstes kommt. Ich bin echt schon gar nicht mehr, wenn irgendwas kommt, überrascht in dem Sinne. Ich nehme es einfach und hat sich die Kiste. Das geht halt gar nicht, ne? Sonst machst du dich nämlich bekloppt, ey. Ja, aber ist so, ne? Eins kommt zum anderen. So, okay, dann sieht das doch wieder viel hübscher aus, ohne den alten Schlamm da drin, ne? Hier werden wir jetzt auch kein Wasserstoffperoxid dabei packen. Wir beobachten die Geschichte. Sollte sich irgendwas negativ entwickeln, dann packen wir auch Wasserstoffperoxid dazu. Aber erstmal ist nicht Muss, sondern ne, wir machen das, um zu cleanen, um zu reinigen. Und das brauchen wir hier erstmal nicht machen. Okay, yippie-yay-yay. Was haben wir jetzt am Mikro-Siemens-Wert? Der liegt knapp bei 300. Ach, ich sage dir, du... Hatte ich das vorhin gesagt oder nicht? Glaube nicht, ne? Im Eifer des Gefechts mit Sicherheit nicht. Gucken wir mal. Wir haben 300, ja, knapp 360 Mikrosiemens hier drin. PH-Wert brauchen wir jetzt nicht ermitteln, weil das reagiert erst noch. Das Kalk löst sich mit ein ins reine Wasser und dann sehen wir später, was da Tatsache gegeben ist. Okay.